Wir sind nun wiedergekehrt an ein sehr interessantes Moor, wo wir vor 2 Tagen schon waren. Inmitten dieses Moors ist ein riesiger See mit zahlreichen Möwen, welche wunderbar zum Filmen sind in der Luft. Hier wächst zum Beispiel das Wohlgras, typisch für die norwegische Flora. Das haben wir auch schon mitgenommen und gepresst. Ich mache jetzt einen bombastischen Schwenk. Vorgestern sind wir auch zu diesem Moorplatz gegangen und ich hatte aber nur Wanderschuhe an. Das heißt, ich dachte, ich könnte da durchgehen, aber bin dann stecken geblieben und unter Anführungszeichen versunken. Und ich bin aber zum Glück rausgekommen, weil ich mich am Bauch gelegt habe und mich wo festgehalten habe und rausgezogen. Es ist 1 Uhr in der Nacht, wir sitzen unter strahlendem Sonnenschein an einem See mitten im Moor und vor uns geht gerade der Mond auf. Nein, wir haben da zahlreiche Uferläufer bei uns. Es gibt Kreuzschnäbel, es gibt uns gut rennt Eulen. Es gibt Polarbären, das heißt, genau. Es gibt Bären. Mhm. Und gerade vor einer Viertelstunde mitten in der Botanik haben wir einen riesigen Elch entdeckt. Gestern waren wir auf dem Rückweg vom Einkaufen. Kurz bevor Wagatem ist eine Frau am Straßenrand gestanden, hat uns zugewunken, dass wir sie mitnehmen sollen. Sie war aus Spanien, erkundet auch den Nationalpark über Passweg. Wir haben sie dann mitgenommen bis zu unserem Camp. Wir hätten sie eigentlich zum Essen einladen wollen, jedoch wollte sie sich dann schon auf den Weg machen, weil sie sich eine Hütte dann gesucht hat, mitten im Wald. Wir befinden uns jetzt hier auf der Bushaltestelle bzw. am Flughafen. Wir sind gerade auf dem Weg nach Eckerö und haben jetzt eine Wartezeit von 3 Stunden, bis unser Bus kommt und uns nach Eckerö führt. Ja, wie ein Böser. Es ist jetzt genau 13 Uhr. Das kann man nicht sagen, es ist alles.